Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Creativerse. Ich bin auch wieder begeistert, dass ihr eingeschaltet habt. Ui, da fliegt schon wieder was. Hier haben wir auch wieder den Mad Dog, der ist heute auch wieder dabei. Hallöchen. Und wir werden jetzt mal ein bisschen auf Ressourcefarm gehen. Yay, da fliegt alles darum. Und versuchen, ob wir unsere Ausrüstung verbessern können. Wie zum Beispiel bessere Klamotte, bessere Schwerter, Materialien für bessere Handschuhe. Ja, dann suchen wir uns mal die nächste Höhle, oder? Nochmal Pilze in den Kopf, ja. Ich hau gerade noch ein bisschen was in die Kisten rein. Ja, noch ein bisschen leer machen, würde ich sagen. Das trifft sich gut. Dann hauen wir das da rein. Das Leaf brauche ich überhaupt nicht mit. Das da können wir auch alles reinwerfen. Das. Magnetite nehmen wir mit. Holz weg. Hole bleibt, der Block weg, das lassen wir auch so weit. Seil, das da kann auch weg. Vielleicht sollten wir noch ein paar Extraktoren bauen oder so. Ich habe 8 Stück dabei. Ja, das ist ja nicht wirklich viel. Mal gucken, was können wir noch bauen? Die kleinen Extraktoren. Oh, brauchen wir nur Holz und Stein. Das haben wir ja mehr als genug, glaube ich, jetzt im Moment da. 195er Stick. Seit wann konnten wir 195? Ah, das ist jetzt stackbar jetzt. Keine Ahnung. Ja, es scheint so, weil das war 195er Stack. Die ganze Zeit konnten wir nur 99 machen, oder? Ich weiß nicht, ich habe hier Crackwood und 300er Stack. Ja, das meine ich doch. Die ganze Zeit hatte man. Dann haben die das erhöht. Ja, genau, hier 234. Ja? Crackwood Blätter, ja, scheinbar. Oh, was Positives. Das ist doch nicht schlecht. So, was brauchen wir noch? Stein, haben wir gesagt. Das habe ich doch vorhin eben in die Kiste gepackt. Ich kaut Stein. So, dann brauchen wir noch Stone Slabs. Zip, 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 zip. Hauen wir mal voll. Und bei den Wooden Slabs hauen wir auch mal voll. Weil wir brauchen ja immer mal ein paar. So, nehmen wir die mal raus, wo schon fertig waren. So, Extraktoren, die waren doch da oben, genau da. Was? Stone Slips brauchen wir noch. Ich schau noch ein paar Stone Slips rein. So. Also für den Handschuh Magnetit habe ich. Könnte man eigentlich hier lassen, falls man stirbt, dass es nicht verloren geht. Magnetit. Der Restholz. Zack. Und zack. Und dann baue ich jetzt noch ein paar normale Extraktoren. Ich würde sagen, die normale Extraktoren nehmen wir dann für Kohle und so Kram, oder? Mhm. Und die große, wenn wir dann Obsidian, sag mal schnell, Eise und so Kram finden für unsere Ausrüstung. Weil, wie war das? Pimpte Charakter. Jo. Du hast die Lampe an. War noch in der Höhle. So. Baust du ja auch gerade Extraktoren? Ich gucke. Okay, das da ist seltsam. Questionable Jerky. Ja, bin mal gespannt, was man damit machen kann am Schluss. Wahrscheinlich habe ich jetzt gerade das schönste Item verbrezelt. Aber ist egal. Ne, ich möchte. Okay, stoppen. So. Das machen wir da in die Kiste rein. Zip. Das da können wir auch noch rein tun. Genauso das, das und das. Das machen wir auch noch rein. Ja. Schießpulver brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Die nehmen wir alles mit. Hast du Extraktoren gemacht? Was sind das jetzt? Bitte? Ich habe hier gerade so eine Mitteilung gekriegt. Da. Okay. Ich brauche noch ein bisschen. Geht auch weg hier.
Ja, würde ich jetzt sagen, dass wir dann die große Kurve machen, oder? Und mal so ein bisschen was insammeln. So, wofür kann ich jetzt noch basteln? Oh, wäre falscher Knopf. Peng, peng, peng. So, 15 Stück von der normale und von der ganz große habe ich 8. So, gucken wir mal, was wollen wir haben? Wir hätten gerne ja, Obsidian Eisebarre. Eise wäre cool. Eise wäre gut. Da könnten wir nämlich dann schon fast, sagen wir schnell, der nächste Handschuhbauer. Salt Rock. Dann Obsidian brauchen wir. Feral Pixie müssen wir in der Hütte noch. Wurmwim. Und dann gucken wir schon mal, ob wir die nächste Ausrüstung bauen können. Schwitzer, Würfelextraktoren hast du schon? Moment, Sekunde, ich gucke. 11. Oh, das ist doch schon mal was. Ich glaube, wir sollten uns noch so Workbench bauen, oder? Ich glaube, ich baue gerade noch eine. Da haben wir 4 Stück durchstehen. Falscher Knopf wieder. Stone und das Ding, die Weens, die Weens, die Weens, die Weens, die Weenie, Weenie, Weenie. Da ist Weenie. Wo haben wir Stone? Und Stone. Möhre falscher Knopf. Zack. Dann haben wir jetzt noch eins gecraftet. Das können wir dann Dodo vorstellen. Püff. Und da können wir dann auch noch Holz reinhauen. So, die habe ich jetzt aus unserem Haus hier mitgebracht, dass wir hier arbeiten konnten. Können wir dann später hinaus entweder hier ins Vorbringen oder wieder zu uns zurück ins Haus. Wir sollten mal gucken, was brauchen eigentlich Teleporter? Ich habe zwei. Du hast zwei? Hast du schon gebaut? Ja, ich habe zwei Teleporter dabei. Weil da könnte man nämlich hier also Teleporter setzen, dann brauchen wir nämlich nicht immer, sag mal schnell, den Sprung hin und her zu machen. Ja. Ist okay. Von deiner Was ist Arkstone-Kristalle. das? Das ist das meiner hier, Das oder? ist noch deiner, wo hier ist. Genau, das ist noch deiner. Und meiner ist ja halt im Baumhaus drin schon. So, und ich habe jetzt meinen gerade den Teleporter. Ja, einen kannst du ja hier hinsetzen. Wenn du dann den anderen in die Wohnung setzt, dann brauchen wir bloß hier rein zu marschieren. Dann können wir, glaube ich, auf deiner Seite raus, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, willst du den anderen mitnehmen, dass wir, wo wir sind? Wenn wir jetzt irgendwo unterwegs sind. Ja, können wir ja immer im Gepäck behalten. Also teleportiere ich dich am besten zurück zum Haus. Und wir nehmen dann den einen mit. Also einen habe ich einstecken. Genau, und den müssen wir jetzt ins Baumhaus bringen. Weil dann brauchst du nur noch eigentlich hier reinzulaufen und kommst dann beim anderen raus. Weil Okay. erst wenn du den anderen setzt, dann ist der aktiv. So, Baumhaus. Hehe, Baumhaus. Wo T ist das hier? musste mein Teleporter benutzen. Da brauchen wir doch keinen dort, wenn wir den Sprung machen. Ey, Kannst wo du hier einfach. hast, der funktioniert ja nur dann, wenn du beim anderen auch den einen stehen hast, weil du kriegst ja zwei, die verbinden sich immer hin und her. Ja. Und sobald der steht, nehme ich meinen mit. Ich glaube, du kannst auch noch mehr Teleporter machen, weil du kannst, wenn du rechtsklick auf den Teleporter draufklickst, sagen, teleportieren zu. Moment. Move Touch, so nein. So, ich bin jetzt bei dir gelandet. Ja, bin jetzt auf dem Baumhaus. Hast du den gesetzt irgendwo hin? Moment, mache ich jetzt gerade. Sekunde. So. Sitzt der? Ja. So, ich bin rein. Jetzt komme ich, müsste ich eigentlich bei dir rauskommen. Ja, ich sehe dich schon. Genau, und die funktionieren nur hin und her. Jetzt. Nee,
Klick mal mit der rechten Maustaste drauf. Sekunde, ich hab noch Ladebildschirm. Weil du so, hast jetzt. Drei Fenster drin. Dies Portal Code. Wir noch einen haben, das man auswählen kann, wo man hin teleportiert. Ja, also bis jetzt kann ich hier nichts anwählen. Ja, wir haben ja nur den einen, oder? Kann ich was. Nee, das ist. Du kannst was reintun. Was? Ja. Kannst du. Ach, du kannst Material hin teleportieren, ja, oder was? Dies Portal Code. Teleports to. Ja, vielleicht haben wir ja in der Community, wo uns das erklärt, wie das genau funktioniert. Aber wie gesagt, jetzt nur noch rein, dann kommen wir auf der anderen Seite raus. Oh Gott, ist die Ladezeit ein bisschen arisch krass. Ja, wie schien die Zeit? Ladebildschirm. Ja, du bist in mir gespawnt. Aber jetzt habe ich immer noch nicht den Teleporter von mir geholt. So, ich teleportiere mich schnell mal zurück. Das geht dir wahrscheinlich besser. Biff. Schon wieder Ladebildschirm. Well. Ja, und jetzt gehe ich hin und baue den Teleporter ab. Dein. Ja, jo. Beide. Aber nicht, wieso beide? Einen Teleporter und meinen persönlichen. Ne, ja, den persönlichen baust du bloß ab. Der andere ist jetzt stehen geblieben. Das ist jetzt so, können wir jetzt immer hin und her springen, vom Haus zum, sag mal schnell, zum Vor. Und vom Vor wurde zurück. Und wenn. Kann ich den nicht mehr abbauen? Welchen? Den, wo du gerade gesetzt hast. Ja. Natürlich kannst du den abbauen. Aber dann kommen wir nicht mehr zurück zum Haus, bis du den wieder gesetzt hast. Ja, ich kann den nicht abbauen. Okay. Aber da, wo dein Name drauf steht, den kannst du definitiv abbauen, das weiß ich. So. Ah doch, ich kann ihn abbauen. Geht, geht, geht. Alles klar. Ich könnte beide abbauen, ja. So, einen würde ich sagen, lassen wir bei deinem anderen Teleporter dran stehen. Dass wir immer halt einen Punkt haben, wo wir uns hin teleportieren können, weil die anderen zwei kann man ja nicht anwählen. Da muss man ja durchgehen, für hin und her zu springen. Weißt du, was ich meine? Nö. Gut. Drück mal T. Jetzt müsste nur noch deine in der Liste sein. Ja. So, wenn du da drauf drückst, kommst du auf deiner Platte rechts raus. Das ist schon klar. Gut. Und wenn du da reinläufst, in den anderen nebendran, dann kommst du jetzt ins Baumhaus. Jo. Wenn du jetzt T drücken würdest und würdest versuchen, auf meine Platte zu springen, die habe ich ja gerade eingesteckt. Ja. Die musst du erst wieder setzen. Genau. Und die versuche ich dann halt mitzunehmen, falls wir da ohne die Ressource alles voll sind, dass wir immer hin und her springen können. Und wenn wir es nie mehr brauchen, dann müssen wir mit. Soweit klar. Ja, ich hätte es anders gemacht, aber ist egal. Und wie? Ich hätte den, wo wir nur reinlaufen müssen, mitgenommen. Ja, aber... Jetzt ist einfach durchgelaufen, wäre es drüben gewesen. Genau. Und so musst du jedes Mal erst auswählen. Genau. Hm. You know? Ja, ich verstehe es schon. Ist egal. Ist ja egal. Wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Richtig. Und sobald ich auch noch Teleporter baue, haben wir noch mehr. So, die Dinger schmeiße ich nochmal an. Dann mache ich noch ein paar Extraktoren. Extraktoren. So. Das nehmen wir noch mit raus. Da hauen wir noch ein bisschen Stein rein. Tralala. So, das war alles Stein. Jetzt mal gucken, wie viel extra... Wirre, falscher Knopf. Bam. Jawohl, da gehen ein paar. So, jetzt habe ich keine Wooden Planks mehr. Den Rest machen wir alles hier rein. Das dahin. Das da dazu. Das noch dazu. Und das. Also ich habe jetzt 56 normale Extraktoren und 8 von der Gute. Dann würde ich sagen, bevor wir die ganze Folge richtig verblämmern, rennen wir los und gucken wir, ob wir irgendwo eine Höhle finden. Sag mal eine Himmelsrichtung an. Ein bisschen dunkel laufen, ja? Ja, wir haben doch eine Lampe mit L. Okay. Außerdem müssen wir sowieso die Tiere töten oder rumspringen, wo dich angreifen. Hallo. Weil wir das Material brauchen für die Rüstungen. Alles klar, dann gehen wir doch Richtung Westen. Westen. Auf und davon.
Und Gomodo ist schon eine Höhle. Ah, oh, weiter. Hä? Hä? Willst du schon da irgendwo rein? Wir suchen die nächste Höhle. Oh, da ist auch eine, oder? Ja, da ist eine. Oh, da ist nach gleich Mineralien und alles. Aber hier waren wir schon, glaube ich. Da ist schon ausgeleuchtet. Da kommt auch schon gleich einer zum Essen. Ah, das ist ein normales Piggy. Soll ich dir helfen oder geht's? Ach, was. So, bei Kohle, weil Kohle brauchen wir ja auch, setze ich hier mal. Der kann das dann normal abbauen. Oh, das gibt jetzt mal Ressource. Da hinten ist Obsidian. Sekunde. Da würde ich vielleicht so einen besseren hinmachen. Ja, Obsidian, den machen wir besserer hin. Da ist nochmal Kohle, da mache ich die normale. Ah, da ist nochmal Obsidian. So, ohne drunter ist nochmal Obsidian. Die zwei stehen immer weg. So. Hast du das hier ausgeleuchtet das letzte Mal? Ich glaube ja. Ja, okay. Da war ich schon dabei. Also wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Info, dass jedes Mal das, was oben blinkt, der Kristall auch ein Tierchen ist, wo man erschlagen könne, für die Kristalle zu bekommen, wo man brauchen für die ganze Elektrogeräte. So, ich glaube, das Coal dürfte dann ein bisschen reichen, oder? So, haben wir hier noch irgendwo Möglichkeit, was zu holen? Ab jetzt können wir buddeln dann, oder? Jo. Okay, da kommt noch ein ganz böser Großer. Ja, dann hau ich trotzdem. Komm her, ganz böser Großer. Jo. Sehen wir da hinten noch böses Piggy? Ah, guck mal, die beiden sind schon fertig. Oder besser gesagt, alle drei. Kohle, Kohle. Kohle, mehr Kohle, mehr Kohle, mehr Kohle. Das nehmen wir auch noch mit. Was haben wir hier? Das haben wir auch schon. Noch mehr Kohle. Sammelst du die hinten ein? Das dauert noch ein bisschen. Ah, da sind auch noch beide fertig. Kohle. Kohle. Den da unten nehmen wir auch noch mit. Also Magnetit brauchen wir noch. Was brauchen wir jetzt alles für den nächsten Handschuh? Also, Salt Rock müssen wir auf jeden Fall holen. Obsidian brauchen wir, Iron Bar. Und die Muscheln finden wir ja am Strand. So, was brauchen wir fürs nächste Schwert? Fürs Eisenschwert oder wollen wir Obsidian-Schwert erst machen? Also Eisenschwert brauchen wir Eisen an sich. Dann Obsidian, Seil. Oh, da müssen wir gucken, die wilde Schweine noch totschlagen. Da würde ich eher sagen, erstmal Obsidian-Schwert, das geht einfacher. Das sind dreimal Obsidian, Steinstifte, müssen wir die Mühe, welche die ein Auge kaputt schlagen und vier Knochen. Von den Mühe haben wir ja schon ein paar. Also das geht recht flott dann. So, die Kohle noch einsammeln. Hast du hinten das geholt? Ja. Okay. Ich gucke mal, wie weit der Obsidian hier ist. Und dann können wir uns eigentlich... Ah, das eine ist abgebaut. Yeah, 12 Stück. Nehmen wir nochmal. Oh, da ist auch nochmal Haufe drin. Das gibt gut. Da ist nochmal hinten drauf Obsidian. Gut, noch zwei haue ich drauf, zwei hebe ich auf, wenn wir mal Eisen finden. Dann würde ich sagen, graben wir uns mal irgendwo hier runter, oder? Wollen wir da hinten, da vorne? Ja, der ist gleich fertig. Ja. Der ist gleich fertig. Dann hätte ich gesagt, da hinten ohne ist es schon ein bisschen Loch. Ja, komm mal her. Mach mal dumme Modelle weg. Da ist noch mehr hinten dran, aber okay. Oh. Okay. Also, ich habe gleich schon mal Abgrund gefunden. Eigentlich schön. Ja, mal gucken, wie wir da runterkommen. Ist nicht so arg weit, weil die laufen ja direkt unter uns. Ja, aber ich möchte doch nicht gerade so direkt so runterspringen. So, mal gucken, ob wir da Weg runterkriegen.
Na, ja. So. Ja, so viel tief ist es ja nicht. Nimmst du mir jetzt den Boden Hey, ich hab dir gerade die Treppe gebaut. weg? Ziehst mir ja den Boden unter den Füßen weg. So. Böse Schwein, geh weg. Komm, dich krieg ich. Night Pixie. Oh, da ist schon in mir. Oder interessiert nicht anscheinend. Komm her. Nein, weggucke. Jetzt hin. Autsch. Haut aber übel zu. Weggucke. Hat er dich geblendet? Ah, zwei Auge. Und kleiner Pilzfutterer. So, was haben wir hier? Ah, da, der Obi ist der Magnetite. Brauchen wir ja. Weg, weg. So, Magnetite. Sollen wir zusammenbleiben? Wäre vielleicht besser, oder? Macht Sinn. Da ist nochmal Magnetite. Noch ganz viel Magnetite. Willst du auch ein bisschen mitnehmen? Magnetite. Obsidian. Ich nehme jetzt mal die normale Extraktoren für Obsidian, okay? Kriegen wir zwar nur 6 raus, aber besser als gar nichts, oder? Stück. Weil die große hätte ich doch schon gern dann noch die 2 für. Na, sag mal schnell. Ja, da ist noch. Zack. Eisen. Genau, für Eise. Diamant wäre halt auch was. Diamonds. So, was haben wir hier noch? Oh, Himmel. Ah, Schimmel. Schimmel an der Wand. Neue Steine. Oh, neue Steine. Neue Rezepte. Geilomat. Ich würde sagen, von deiner Stelle nehmen wir noch ein bisschen was mit. Vielleicht können wir da was Tolles draus machen. Oder? So. Hast du schon angefangen, ein Loch zu graben? Ja, ich Oh, schon. den hatte ich. Den Schimmelstein hatte ich auch noch nicht. Ja, nehme ich noch. Stalaktit. Müssen wir mal gucken. Zup, zup. Können wir wohl ein bisschen mitnehmen? Mal gucken. Ja, müssen aufpassen, nicht, dass die Handschuhe kaputt gehen. Dann müssen wir auf einmal dann zurück teleportieren. Dann setze ich aber mein Teleporter, dass wir halt einen Wegpunkt haben. Oh. Mut. So, Mut, Mut. Mal gucken, wie weit wir runterkommen. Uah. Was war? Hänge geblieben und auf einmal runtergefallen. Ach so. Also Ja. nichts Wildes. Nichts Wildes. Oh. Pilze. Nimmst du mal. Ja, nimm mal den blauen Pilz auf. Genau. Ich gehe nochmal kurz zurück, guck mal, wie weit das ist beim Abbauen. Ja, ist gut dabei. So, muss noch ein bisschen weiter zurück. Hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Geh weg, Pixie. Hoch, hoch. Ne, falsch hoch. War das hier richtig? Oh, oh. Ah, hier war es, glaube ich, richtig. Ja. Weil da oben waren ja auch noch ein paar große. Oh, das ist böse. Versuche ich mal kaputt zu hauen. Stirb, Zitrone! Nein! Und weiter geht's. Aua! Hör auf zu hauen! Na komm! Stirb! Na endlich. Ah, hast du mitgenommen? Gut. So, hier irgendwo war da noch, wo ich abgebaut habe. Ah, da kommt auch so Glitzervieh. Genau, die sind jetzt fertig. 12 Obsidian. Nochmal 12 Obsidian. Weil ich möchte die nicht
verbessern, weil wenn wir die leihen lassen, ist halt dubbisch. War sonst schon irgendwo? Nur noch hinten draus, oder? Da hatte man nichts. Nö, jetzt können wir weiter runtergehen. Ist noch Tag wird raus. Das schwöre so Mühe. Ah. Ah, jetzt habe ich voll reingeguckt. Und noch einmal. Ich kann, ich bin der Held. Weggucke. Au! Hör auf! Jetzt geht doch endlich kaputt. So, jetzt. Wo bist du denn gerade? Also hinne. Alles gut? Ja, ist klar. Okay. Ich gehe mal wieder runter in die Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. So, runter, 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 runter. Und wie weit sind die Extraktoren? Oh, die sind gleich fertig. Supi. Da hätte man doch auch noch ein bisschen Obsidian. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Oh, Obsidian haben wir schon 72. Das ist super. Oh, du Lava-Tier. Müsste ich jetzt nicht gegen kämpfen. Ein Lava-Getier. Kann man das überhaupt bändigen? Das wäre jetzt witzig. Wollen wir Lava-Haustier haben? Geht das überhaupt? Weiß ich nicht. Anscheinend. Hoffentlich halte ich das aus bis dorthin. Weil 20 Sekunden fast. Au, 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 au. Ich will Lava-Haustier haben. Dann kommt noch 3 Sekunden. Ich habe jetzt ein Lava-Haustier. Dismiss. Nö, will ich nicht. Ah. Toll. Jetzt folgt er dir überall hin. Ich glaub's nicht. Ne? Ich glaub's nicht. Weil ich glaube, die Lavatiere können sich nicht bewegen. Schade. Fort. Naja, wenigstens passt er jetzt hier auf. Ja, was willst du sonst machen? Guck, da ist er. Lustig. Ja, aber ich kann nichts machen mit dem. Kann da reingucken. Status Haus der gut. Nee, nee, hier, warte mal. Stay. Ja, ich hab's auch versucht anzuklicken, aber es geht nicht. Weil das Ding ist halt festgewurzelt. Ah. Naja, ja, da passt der Winch ist doof. Kannst du ihm auch noch einen Hut geben oder was? Oder was ist das für ein Symbol daneben? Keine Ahnung. Scheinbar. Aber warum will ich dem einen Hut geben? Ja, keine Ahnung. Ah, du, den Stein brauchen wir denn hier. Den, warum was? Ich glaube, das war der für das Rezept, was ich vorhin gesagt hatte. Sekunde. Salt Rock brauchen wir. Ne, das ist der nicht. Nö. Aber wir wollen ja sowieso tiefer gehen, also von dem abgesehen. Oder sollen wir jetzt erstmal zurückgehen und das Material, was wir haben, dann verarbeiten? Ah, da ist das Salt Rock. Salt Rock, ja. Der ist da, guck, der daneben. Wo ich jetzt gerade versucht habe, ein bisschen. Salzgestein, ja. Den brauchst du auch noch. So. Ja, irgendwie stoßen wir nicht auf irgendwelche Höhle, oder? Oder meine ich das bloß? Das stimmt. Vielleicht gibt Normaler. es hier keine. Vielleicht haben wir hier so eine höhlenfreie Zone erwischt. Kann sein. Naja. Aber ich würde jetzt sagen,
Das war's aber für heute erstmal. Alles klar. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Schreibt mir was unten in die Kommentare, wenn wir irgendwas besser machen können. Auf jeden Fall. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals. Ihr könnt auch gerne mal den Kanal vom Mad Dog besuchen. Der ist bei mir rechts oben auch verlinkt. Das ist der 3D-Druckclub. Der freut sich bestimmt auch, wenn er da vorbeiguckt. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Tschüss! Tschüss.